gibt jetzt wieder dicke, fette Lebkuchen. Lebkuchen sind überbewertet. Nein, die sind so lecker. Wird schon erst das ganze Jahr gehen, das Zeug. Habe irgendwas gerade schon wieder gehört. Irgendwas ist so schön in der Nähe, was hier nicht hingehört. Hier ist gar nicht zum Stänkern. Ach, da oben ist das Apartment, okay. Hier ist einer mit einem schönen goldenen Leuchten. Kuckuck. Denn? Aua. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. War ich nicht gerade hier irgendwo eine Hexe? Da ist ja diese Rotzefiese. Ich hab sie platt gemacht, die Hexe. Eine kleine Hexe. Und wenn gleich kommt ein Werwolf? Uah. Was war das hinten für ein weißes Teil? Bist du für einer? Du bist nur ein Zombie, Gott sei Dank. Okay. Dann geht das ja. Komm mal her, junger Mann. Auch Sie werden bedient. Eine Höhle gefunden. Okay, sie ist vorbei. Grüß Gott. Wahnsinn hier. Da ist schon wieder so ein Gevatter. Ein Heidi Klum-Model wieder, sowas Dürres. Ach, einer von den Zeugen Jehovas. Ja, die Zeit kommt ja jetzt auch wieder, dass sie wieder Da ist noch einer. auf der Matte stehen, ne? Also dann turmt sie aus der Ferne aus wie so ein beleuchteter Totenkopf. Schmersch. Echt, ja? Hm. Ah, stimmt, er hat so, ja, doch, für die Augen, ne? Ja. Vielleicht noch ein bisschen dran ab. Aber immer noch nicht Schmauk gefunden. Ich habe hier irgendwo habe ich auch Schmauk versteckt. Ja, vielleicht ist er schon verhungert, weiß man's? Der nicht. Bist du? Du bist ein Schaf. Aua, 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 aua. Weg, 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 weg. Was? Von wo? Hallo Kleiner. Was passiert, wenn du ohne Mama und Papa hier rumläufst? Stimmt, hier war da auch irgendwo was. Oh, da ist auch noch einer. Okay. Grüß Gott. Bin hier der Neue. Leonardo, geh weg. Au, geh weg. Fehlt da nicht noch einer? Oh, hier ist ein Pech. Der knurrt hier rum, so ein Pechmann. Hallo, du da. Kann man ihn nicht ansprechen? Ich hab den Pechmann getötet. Bin ich jetzt böse? Ich bin. Habe ich jetzt Pech? Ja, ich hab Pech, es fängt an zu regnen. Ui, toll. War ich irgendwo hier eine Aura-Not? Oh, jetzt pisst das hier. Der Schädel ist ja sowas von bescheiden.
Jetzt bist das hier. Toll. Ach, das Leben ist doch grausam. Auranot komme ich gar nicht hin, weil die Käse. Ist aber doof. Jetzt regnet das. Toll. Warum muss das jetzt regnen? Weil ich den Pechmann gekillt habe, ne? Ach, ist das ein Scheißwetter, ist auch hier. Hier gibt es Kohle. Aber Kohle haben wir ja schon mehr als genug. Täte mich ja mal freuen, wenn es mal aufhören würde zu regnen. Ich gehe mal nach oben zum Schmersch zurück. Wenn ich ihn wiederfinde. Ja doch, das, der Weg passt. Bei der Shader so ist er nicht schlecht, aber dieses mit diesem Regen dazwischen, das ist so ätzend. Dass er so lila ist. Der Schmersch hat hier eine Auranot? Habe ich die schon entdeckt, schon erforscht? Sonst hier irgendwas? Auranodie, okay. Kann ich hier was aufladen? Ja. Okay, mein Zauberstab ein bisschen aufgeladen. Das hat sich wahrscheinlich schon wieder gelohnt hier. Also hier ist ein Scheißwetter. Okay, so Husa regnet es auch. Oh, was meinst du, wenn das erstmal wieder draußen schneit? Das ist so widerlich. Und kalt. Ja, es geht. Gehen wir mal kurz wieder zurück zum Waldläuferheim. So. Weil hier regnet es nämlich nicht. So, Gott sei Dank. Bevor ich ins Haus gehe, bitte die Schuhe ausziehen. Oh, der irgendwie hakt ein bisschen der Server, kann das sein? Hier geht's gerade noch. Ja, okay, gut. Mir ist vorhin aufgefallen, als du vor mir gelaufen bist, dass dann die. Also dann also etwas größere Sprünge gemacht hat, ne? Also in einem Moment weiter. So. Jetzt habe ich eine Pflanze, eine Kolibri-Trompete. Auf der spiele ich nachher mal, glaube ich. Die gute Kolibri-Trompete. So. Ich habe Pfeile. Oh, ein paar Pfeile hier kaputt machen. Was kommt dabei raus? Wenn ich Pfeile auf dem Dekonstruktionstable packe. Irgendwas Interessantes? Oh. Luft kommt. Toll, super. Luft habe ich doch schon so viel. Warum regnet das jetzt draußen ja so viel? Das ist doch unfair. Ich habe ein unheimliches Auge. Ich verbrenne jetzt mal so eine Karmesinhose. Mal gucken, was dabei rauskommt. Karmesinhose. Ja. Vielleicht eh drei Löcher. Kommt Feuerball raus, okay. Wenn ich Spinnenweben verbrenne, was kommt dann raus? Perdizio, die ganzen Grundelemente. Ach ja. So.
Was können wir jetzt noch mal kurz machen? Hier zu Hause brauche ich meine Werkzeugleiste. Und ich habe Hunger, ich muss mal was essen. Ein schönes Zitronenhähnchen, das ist, tut doch immer ganz gut. Ja, was können wir jetzt nochmal erforschen? Ah. Metallen zu Zinn, Metallen zu Kupfer, Metallen zu Gold. Okay. Das kann man einfach kaufen. Braucht diesen komischen Kreis. Was wird der Kreis gebildet? Aus Perdizio und Ordo. Okay, das könnten wir, glaube ich, haben, ne? Perdizio und Ordo. So. Jetzt müsste ich diese Sache noch erforschen können. Die Alchemie. Okay. Wenn ich ein Goldnugget jetzt reinschmeiße, kriege ich drei Goldnuggets. Okay. Toll. Ist auch nicht die Welt, sage ich mal. Entropiefertigung. Was ist denn Entropie? Dinge verschlimmern. Nee, nee, Dinge verschlimmern hört sich nicht gut an. Dinge verschlimmern ist nicht gut. Was haben wir denn? Sensia-Kristillation. Ich das mal erforsche? Eine Essentia? Habe ich schon so ein ungutes Gefühl. Okay. Ich habe jetzt die Forschungsnotiz irgendwo. Wo habe ich sie denn? Da. Warum geht denn das nicht? Okay. Okay. Das ist der Kristall. Der ist Ordo und Petitio. Wo ist der blöde Kristall? Hier halt, Ach, ist auch verkehrt. Wer hat jetzt Ordo hier drin? Ordnung. Ach, Blödsinn, was mache ich denn hier? Ich mache gerade nur Blödsinn. Ja, das ist auch schlecht.
Das ist jetzt durchverbunden, das funktioniert. Wasser. Ordo, Wasser. Das ist das Victum. Terra. Ist da nicht mit verbunden, das ist doof. Der ist auch mit dem nicht verbunden, das ist auch doof. Oh, ist das doof. Ich habe ein kleines Bettelchen bei mir, ganz süßes hier. Geht das da so rüber? Hä? Ich verstehe einige Sachen nicht. Ich bin zu doof dazu, kann auch sein. Zum Lösen. Das ist ja schon wieder merkwürdig. Jetzt hänge ich hier. Das ist aber ganz schlecht. Perditio. Das ist Ordo und Feuer. Perditio. Tenebrae? Nee, Tenebrae ist das auch nicht. Wo ist der blöde Perditio? Da. So, Petitio ist ein Grundelement. Oh, okay. Jetzt musst. Grundelement. Was erforschst du denn gerade da, mein Schatz? Die Dingsbums, die Essenzkristallisation, die mache ich gerade. Ach, Mann, das ist doch schon wieder ätzend. Mehr als merkwürdig. Ich komme auf keinen Grund zu. Na, das will ich nicht. Kennt alles für die Grundelemente. Wahrscheinlich ist das Ganze ganz, ganz einfach. Ich mache mir hier einen Kopf, weil ich wieder zu kompliziert denke. Soll ich mal rüberkommen und das Na, dann lösen? ich krieg das schon hin. Ich muss das ja auch mal lösen können, nie? Ja, du lachst, ist aber so. Ja. Das ist da jetzt verbunden. Das habe ich jetzt hingekriegt. Das ist so schön.
Da war noch ein blöder Denkfehler drin. Okay. Vakuos ist die Leere. Ja, ich hab's so hingekriegt. Ich bin gar nicht so doof, wie ich aussehe. Essenzkristallisation. Das habe ich jetzt erforscht. Was brauchen wir denn als Arkan-Werkbank? Brauche zwei Belangscherben, ein Alchemiekonstrukt. Oh, kann man das nicht kaufen? Brauche ich Fissfilter, was weiß ich nicht alles hier. Was haben wir hier so? Fissfilter haben wir null. Da fängt's doch schon wieder an. Boah, Plank. Eisenbahn. Werfer brauche ich. Alchemiekonstrukt brauche ich. Fissfilter. Fissfilter. Braucht Silberholzbretter und Gold. Silberholzbretter und Gold. Und ich brauche jetzt zwei Gold. Da habe ich. Hier ist irgendwo schon wieder so eine blöde Spinne. Mir sagen, was du willst. Die macht ja schon wieder Radau, die Spinne. So. Jetzt will er wieder Magie haben. Okay, die Fissfilter habe ich. Was muss ich jetzt noch bauen? Essentia-Röhren brauche ich. Vier Stück. Essentia-Röhren. Ich weiß schon, wann der Schmersch keine Taumkraft macht. Ich kann ihn voll und ganz verstehen. Ja. Warte, bis ihr alles durch habt, damit ich mich ausführlich beraten lassen kann. Beraterstunden sind teuer, das weißt Ja, stimmt natürlich. ne? Monsignor, wie machen Sie ihn hier? Hier unten war ein Enderman. Oh. Wo kam der denn her? Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Da hat sie wohl nicht alle. Ah, hier habe ich noch ein bisschen was. Das ist doch gut. Okay, so. So, was brauche ich jetzt noch dafür? Alchemiekonstrukt. Ich brauche hier noch Großholzbretter. Großholzbretter. Hier krabbelt irgendwo eine Spinne rum. Die Spinne, die nervt. Großholzbretter. Großholzbretter. Warum ist ja heiße Schokolade hier drin? Oh, ist die aus Versehen mal reingekommen. Da haben wir schon wieder Großholzbretter. Haben wir. Ja, das wäre bestimmt so ein alter Schokoholiker, weißt du? Ich weiß es, glaube ich, auch schon wer. Wer denn? Ja, mein Frauchen. Also ein alter Schokoholiker ist schon was, ne? So. Das haben wir jetzt auch gemacht. So, wie geht's weiter? Fissfilter, okay. Die Fissfilter kommen da, da und du kommst da und dahin. Ja, ein bisschen Magie zum Bauen hier. Boah, das ist ganz schön teuer. Alchemiekonstrukt. Ganz schön teuer.
So, das haben wir schon mal gebaut. Die packe ich mal hier rein. Flupp, haben wir. Also die Spinne, die nervt. Also irgendwie gibt es ein Problem mit Twitch, habe ich das Gefühl. Der Stream ist jetzt etwas undeutlich. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ja, ich wollte es. Jetzt brauche ich einen Werfer. Zwei Balancescherben. Haben wir Balancescherben schon fertig? Nee, wa? Keine Ahnung. Okay, zwei Balancescherben habe ich. Die habe ich schon mal hergestellt. Hat doch schon mal was. Jetzt muss ich noch einen Werfer bauen. Wie geht denn ein Werfer? Da weiß man die einfachsten Sachen nicht mehr. Ich brauche einen Bogen, Redstone und Pflasterstein. Bogen. Okay, Bogen haben wir schon mal. Dann machen wir einmal Redstone. Einmal Redstone. Dann Pflasterstein. Geht Bruchstein auch? Ich guck mal, ob Bruchstein auch geht. Sollte eigentlich auch gehen. Jo. So, den Werfer haben wir jetzt auch schon mal. So. Weiter im Text. Was brauche ich noch für das komische Ding? Essenzrohre? Irgendwelche Holzbretter und zwei Eisenbahnen. Das sollte doch machbar sein. Diese Spinne nervt, die ist draußen. Die nervt aber sowas von. So. Ich glaube, das war so das Rezept, ne? Mal kurz gucken. Kommen wir unten jetzt die beiden. Oben kam der Werfer. Das Alchemie-Konstrukt. Kommen diese beiden. Dann brauchen wir eine Röhre. Dann gucken wir jetzt nochmal in eine Röhre. Aua. Nehmen wir zwei Silberholzbretter. Vielleicht geht das ja auch, hoffe ich doch. Na, bin ich mal gespannt. Habe ich einen Kristallisierer gebaut. Und was macht er? Wo baue ich denn jetzt hin, den Kristallisierer? Hm.